Tja, Freunde, ich weiß gar nicht, wo ich heute Abend anfangen soll. Eigentlich ist es auch ein ganz schöner Abend, aber was in diesem Land momentan passiert, das musste uns doch jetzt mal echt mal aufwecken. Das ist doch alles nicht mehr normal. Also jede Zahl, die du siehst, wo wir gerade wirtschaftlich auch gelandet sind, allein in den letzten, noch nicht mal unter der Ampel, da ist es halt extrem beschleunigt worden. Aber was dann passiert ist, wenn du das siehst, das muss einem doch Angst, wirklich Angst machen. Dann die gesamte Rhetorik auch in Bezug auf den Krieg, auf den Kriegen, Plural. Also ich habe heute Habeck gehört, wie er nochmal davor gewarnt hat, dass es in Israel nicht eskalieren darf. Grundsätzlich kannst du ja nichts zu sagen. Dann aber auch die Diskussion, ne? Also mit den Pagern und mit den Funkgeräten, dass das jetzt auch, das sei menschenunwürdig und sowas. Also nochmal, ich wünsche mir überall Frieden, auch in dem Israel-Konflikt. Ich glaube, ich werde in meinem Leben, solange ich auf der Welt bin, habe ich da keinen Frieden gesehen, aber selbstverständlich. Aber mir geht es um den Punkt, die Doppelmoral, die da gerade vorherrscht, ja, den dass Israelis, die angegriffen wurden, das ist ja unbestritten, dass es auch seine Gründe hat, warum es zu dem Konflikt gibt, da will ich gar nicht drauf eingehen. Mir geht es jetzt einfach einzig und allein um den Punkt. Dann jetzt den Israelis vorzuwerfen, dass der Mossad, der sicherlich dahinter steckt, halt in einem geschickten Schachzug die Menschen damit trifft, die entsprechend, ich sag mal, in diesem Terrornetzwerk logischerweise unterwegs sind. Da werden natürlich auch zwangsläufig, wenn das alles so stimmt, wo Kinder getroffen wurden damit, das ist um Gottes Willen das Schlimmste, was es gibt. Aber was glaubt ihr denn, was gibt es irgendwo einen sauberen Krieg? Außer, und jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus will, außer in der Ukraine, weil da ist auch nicht schlimm, dass wir Streubomben einsetzen oder aber Langstrecken, also alles, was geht, wir müssen den Krieg nach Russland bringen und was wir nicht alles hören, gerade auch von bestimmten Parteien. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Es gibt nicht den guten Krieg und den bösen Krieg. Das ist doch wohl hoffentlich irgendwann auch mal jedem klar. Und die Menschen zu verurteilen, dass die sagen, wir müssen jetzt verhandeln. Es wird sowieso an Verhandlungstisch irgendwann gelöst. Ich verstehe es gar nicht. Aber die Leute mundtot zu machen und zu, wie soll ich das sagen, zu verachten, die einfach fordern, dass es jetzt auch mal in der Zeit ist. Ich bin ja wirklich froh, man muss ja auch über wenig froh sein, dass der Scholz sagt, stopp mal, nee, das geht nicht, können wir nicht machen, ja? Wir hätten so viele Sachen nicht machen dürfen, aber immerhin. Und ich glaube auch, dass selbst Joe Biden, ich meine, so selbst ist er ja nicht mehr unterwegs, aber irgendeiner wird ihm gesagt haben, pfeif mal die Engländer zurück, ja? Weil jetzt heißt es ja doch, okay, dann doch nicht jetzt erstmal dem Ukrainer erlauben. Spannend, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das wirst du sicherlich auch nicht in der Tagesschau hören, dass die mexikanische Präsidentin jetzt begründet hat, warum sie nicht Herrn Zelensky besuchen möchte. Sie hat wirklich mehr oder weniger gesagt, wenn ich Drogensüchtige sehen will, gehe ich nach Tijuana. Also, ich meine, jeder Polizist, ja, weiß, wenn er Zelensky sich mal anguckt, ne, und dann, also, da ist schon auffällig dann so ein bisschen, sage ich mal. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, kann ich alles nicht beweisen, aber sei es drum. Aber das nur als traurigen Funfact am Rande. Es muss jetzt sich definitiv was verändern. Und deswegen ärgert es mich so, dass diese Quatscherei um De und Debatten um Brandmauern und so, das ist einfach absurd. Wir haben eine konservative Mehrheit seit Ewigkeiten in diesem Land. Und da könnte man sich doch irgendwie einigen, dass man jetzt mal die Reißleine zieht, ja? Also der Schirm ist ja schon nicht aufgegangen. Vielleicht die Reserve ziehen, auch nicht aufgegangen. Ja, vielleicht haben wir noch einen Regenschirm. Vielleicht bremst das so ein bisschen den Aufprall, der ja massiv gerade ist. Wir sehen es gerade. 30.000 Leute bei VW raus an deutschen Standorten. Alter Schwede. Und wir wissen das immer, wenn unsere Autoindustrie einen Schnupfen hat, hat das Land eine Lungenentzündung. Eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, sitzen wir schon oder liegen wir schon an der Herz-Lungen-Maschine. Und gute Ärzte haben wir auch kaum noch, ne? Könnte schon wieder das Gesundheitswesen, was ich da heute schon wieder gehört habe. Und vor je Haus, also ländlicher Raum hier, ja? Hausärzte. 40%, über 40% sind über 60 Jahre alt. Kann mir mal einer sagen, wie diese Versorgung funktionieren soll? Krankenhäuser, alles lohnt sich nicht mehr? Alter, was ich an Krankenkassenbeiträge, wo bleibt diese Kohle?
Wo bleibt die Kohle? Dieses Land hat genug Geld, nur wenn wir natürlich alles zum Fenster rausschmeißen. Ich will euch mal was zeigen, auch ganz interessant. Hier ist eine riesen Debatte bei uns gerade. Ja, da hinten ist Hannover und da ist Bielefeld. Und da vorne, hinter dem Hof da vorne, ist Nordrhein-Westfalen. Jetzt planen die im Deutschlandtakt, das ist der Hammer, da mache ich extra nochmal ein Video zu. Im Deutschlandtakt, ja, weil die Bahn muss jetzt, da geht es um 20 Minuten zwischen Hannover und Bielefeld. Jetzt soll dann eine ICE-Trasse, ne, also das ist für alle, die hier regional wohnen, ja. Ich habe ein paar Mitschnitte bekommen aus den internen Verhandlungen, die da laufen. Wir haben mit der Deutschen Bahn, wo die Ortsbürgermeister und Bürgermeister vor Ort waren und sowas, ja. Jetzt mal für alle zur Info. Es geht darum, da ist nicht der Güterverkehr mit gemeint, nur eine Trasse zu bauen zusätzlich, um 20 Minuten einzusparen. Und da fahren ICEs mit 300 km/h. Und diese Trasse gilt nur für ICEs, Freunde des Karnevals, hier in Landkreis Schaumburg und sowas, ja, und bis Hannover. Das habt ihr alle, glaube ich, noch nicht so richtig gecheckt, ja. Und dann die Güter, der Güterverkehr, der wird dann extra nochmal gebaut. Der soll auch 300 km/h fähig sein. Ich stelle mir das mal gerade vor, ein Güterverkehr, 300 km/h. So, jetzt gibt es mehrere Varianten. Eine Variante ist geplant, da vorne durch das Wesergebirge zu kommen. Das ist die teuerste Variante, aber die am wenigsten schädliche Variante. Die führt dann hier, da vorne ist meine Heimatstadt Rinteln und da vorne ist ein riesen Campingplatz, ja. Das ist der Doktorsee, dann gibt es noch einen kleineren, der auf der gegenüberliegenden Seite ist. Die Trasse soll direkt darüber laufen. Nur dieser Doktorsee sorgt für 277.000 Übernachtungen, ja, pro Jahr. Und natürlich für die Innenstadt, also kommt das Ding, ist es tot, ja. Und läuft dann, jetzt kommt, warte mal, läuft dann da vorne, wo der Mais steht, da hinter der Baumreihe, läuft dann hier lang, um dann nach Nordrhein-Westfalen rüber zu gehen und dann nach Bielefeld zu gehen. Und diese Trasse ist am wenigsten schädlich, aber glücklicherweise noch die teuerste, ja. Weil der Berg der Tunnel durch die Wesergebirge da hinten, ja, ist der längste. Andere Variante ist, sieht man jetzt leider nicht hinter den Strommasten hier, ist dann die Porta Westfalica, ja. Und da wäre es dann viel einfacher, da lang zu gehen. Das alles, und hier, ja, also hier stand so hoch Wasser, ja, ihr wisst es noch, Weihnachten, ja. Und ich weiß gar nicht, wie hoch willst du denn bitteschön diese Scheißbahn bauen? Also es ist einfach irre, um 20 Minuten rauszuholen. 20 Minuten. Dabei sagt doch die Frau Herrmann, die Züge, um das Klima zu retten, sollen nicht schneller fahren als 100 km/h. So. Bahnkilometer rationiert werden. Also diese Idee, die auch viele haben, also okay, dann habe ich kein Auto, aber dann fahre ich immer zu ICE. Das wird auch nichts. Weil natürlich der Luftwiderstand steigt mit der Geschwindigkeit. Ja, alles totaler Irrsinn. Bahnen dürfen nicht schneller als 100 Kilometer fahren und man kann auch nicht die ganze Zeit in der Gegend rumfahren. Jetzt finde den Fehler, wenn hier dann mit 300, ja, der ICE durchrast, falls er mal kommt, ja. Es ist absurd. Es ist wieder ein geiles Beispiel für diesen Schwachsinn ist Kohle da. Währenddessen, und das habe ich heute auch gehört, an den deutschen Universitäten 60 Milliarden Euro benötigt werden, um die Infrastruktur wieder in Gang zu bekommen. Jetzt, das ist nicht weltweit die Unis, die deutschen Unis. 60 Milliarden Euro. Lass uns nicht über die Schulen anfangen, ja? Für jeden Bullshit haben wir Geld. Ich will nicht auf den Radwegen in Peru oder eine U-Bahn irgendwo in Indien oder so zu bauen, ja? Um dann irgendwelche, das hat die Schulze. Das CO2 ist egal, wo wir es einsparen. Ja, genau. Es ist einfach total irre. Es ist total irre, was hier los ist. Und wie gesagt, nochmal, hallo CDU. Wir hätten eine konservative Mehrheit in Deutschland. Das funktioniert aber nicht, wenn man nur Mauern baut. Wir müssen Brücken bauen, Freunde des Karnevals. So, mal gucken. Ist das Herr Merz da oben? Oh, schönen Feierabend. Wir haben die CO2-Bepreisung eingeführt. Wir brauchen eine grundlegende Reform von Steuern und Abgaben. Die müssen auf Klimaschutz ausgerichtet werden. Kfz-Steuer, Dienstwagensteuer. Die Trassenpreise bei der Bahn, die Lkw-Maut wird erhöht, aber die Trassenpreise für den Güterverkehr wurde nicht gesenkt. Wir brauchen Steueranreize für Klimainvestitionen. Es muss ja Pläne geben, nicht? Aber es wäre nicht mehr.